Es wird Zeit für eine neue Kampfklasse. Willkommen beim Trainingsprogramm für Sanitäter. Sanitäter sind besonders in schwierigen PvE-Missionen wichtig und können im PvP extrem gefährlich sein. Geh zu deinem Teamkameraden. Ein Koma-Symbol zeigt schwerverletzte Teamkameraden an. Als Sanitäter kannst du ihn mit deinem Defibrillator wiederbeleben. Nähere dich mit dem Defibrillator dem Körper und setze ihn ein, sobald sich das Fadenkreuz ändert. Mit einigen Objekten wie Toren und Türen kannst du interagieren. Wenn du dich einem interagierbaren Objekt näherst, erscheint eine Anzeige. Bringe den C4-Sprengsatz am Tor an. Du wurdest bei der Explosion verletzt. Zum Glück können Sanitäter sich selbst und Teamkameraden heilen. Heile deinen Teamkameraden. Halt still, damit ich dich verarzten kann. Ich weiß. Heile dich selbst. Danke. Als Sanitäter hast du eine Schrotflinte. Sie macht dich zur tödlichsten Klasse auf kurze Distanz. Geh die Straße entlang und schalte möglichst viele Ziele aus. So tödlich Sanitäter auf kurze Distanz auch sind, im PvE wirst du wahrscheinlich meistens deine Teamkammer. Bewege dich die Straße entlang. Soldaten in Warface können sich slidend bewegen. Slide unter das Hindernis. Das Sliden ist besonders... Der Schaden einer Schrotflinte nimmt mit zunehmender Distanz drastisch ab. Ist der Feind weit entfernt, sind die Angriffe des Sanitäters nicht sehr wirksam. Versuche, das entfernte Ziel zu treffen. Jeder Soldat ist mit einer Pistole bewaffnet, die zwar nicht annähernd so wirksam wie deine Primärwaffe, aber präzise ist. Begib dich zum Evakuierungspunkt. Glückwunsch, Soldat. Du bist jetzt für den Kampf bereit. Deine Kameraden warten schon.